Was macht eigentlich einen guten Trade aus? Mit dieser Frage möchten wir uns heute auseinandersetzen und da möchte ich nicht ganz so viel Zeit mit verschwenden. Wir schauen uns etwas von einem unserer Studierenden an. Ich habe ihm eine Aufgabe befohlen, weil ich merke, dass genau hier so ein bisschen das Problem des Tradings bei dieser Person liegt. Und ich dachte, ja, je häufiger man links und rechts guckt, das ist nicht nur ein individuelles Problem, sondern das ist häufig ein Kernproblem, was zu selten besprochen wird. Und genau deswegen richte ich mich direkt an dich, an die Community. Denn ich denke, dass es etwas ganz, ganz Wichtiges ist, was die wesentlichen Aspekte eines guten Trades ausmacht. So, wir wollen uns gleich mit diesem Problem sozusagen auseinandersetzen und es ist etwas, erstmal zu verstehen, was ist eigentlich ein Trade-Szenario? Was ist ein guter Trade? Und damit möchten wir direkt mal überlegen, was macht ein Trade aus? Ein Trade ist nichts anderes als wir setzen auf eine bestimmte Richtung. Ja? Wir wollen eine Richtung vorhersagen und wir wollen letztendlich auch sagen, in diese Richtung und wir haben ein bestimmtes Chance-Risiko-Verhältnis. Wir können also ein super kleines Chance-Risiko-Verhältnis haben, aber wir können sagen, okay, die Richtung vorzugeben, das gelingt uns in 70% der Zeit. Also wir haben immer eine Wahrscheinlichkeit, dass eben diese Richtung, die wir vorhersagen, dass die eintritt und wir haben darauf basierend ein Chance-Risiko-Verhältnis und da raus wird sich letztendlich eine Erwartung ableiten. Und je höher rein statistisch schon diese Erwartung ist, desto besser ist das für uns. Denn wir können niemals sagen, wir können uns rein hier auf diesen Punkt, auf diese Wahrscheinlichkeit verlassen. Denn diese Wahrscheinlichkeit, selbst wenn die 70% ist, geht immer einher mit dem Chance-Risiko-Verhältnis. Also nur weil etwas 70% wahrscheinlich ist, bedeutet das nicht, dass es 70% wahrscheinlich gut ist, sondern wenn das Chance-Risiko-Verhältnis klein ist, wir müssen das immer zusammen sehen, denn das ist eine Formel. Und diese Formel zusammen ergibt dann letztendlich unsere Nische. Also wie groß ist eigentlich der Erwartungswert, wie viel Geld wir hier machen. Was bedeutet das also? Wenn ich einen Dollar riskiere oder 1000 Dollar oder 10.000 Dollar riskiere, was kommt basierend auf diesen beiden Variablen am Ende raus? Und häufig wird überbewertet, wow, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich? Aber das Chance-Risiko-Verhältnis ist so schlecht und darauf basiert ist auch dieser Erwartungswert, was ganz unten steht, was sozusagen hier, das, ich nenne es einfach mal das Z ist. Das ist viel zu gering und dann, ja, das ist ein schlechter Trade. Also worum geht's? Dass wir richtig liegen? Nein, nicht unbedingt, sondern dass, wenn wir richtig liegen, dass wir dann auch zusätzlich noch eine gute Chance haben. Was mir also aufgefallen ist, hier bei einigen unseren Tradern und allgemein bei Leuten, die gerade erst mit dem Trading starten, dass es Probleme gibt, das gut einzuschätzen und sich davon zu lösen, was sie vielleicht bislang gesehen haben. Wir sehen also hier den Tageschart von Nike. Nike hatte gestern Quartalszahlen, also ein Event, was neu ist. Wir sehen, dass wir ein Gap nach oben haben, was erstmal relativ gut aussieht. Ja, und Leute denken, oh, es gibt nach oben und ich muss das auf jeden Fall kaufen. Wir sehen aber gleichzeitig auch, dass Nike einen starken Abwärtstrend hier erstmal hatte. Ob das jetzt steigt oder fällt, relativ egal, denn jetzt geht es genau darum, was sind die Szenarien. Wir sehen hier, und deswegen zeichnen wir immer die Tageslinien ein. Wir sehen, ja, was ist der Trend. Von hier machen wir ein neues Tief, wir gehen runter, wir machen von hier ein neues Tief, wir gehen runter, wir machen von hier ein neues Tief. Ich zeichne also die vorherige Struktur ein. Ja. Hier wäre vielleicht noch eine wesentliche Struktur, aber hier das vorherige Tageshoch ist wesentlicher. Ich weiß, dass wir darüber gappen, man sieht es, also ist das erstmal die letzte Struktur. Wir sehen also, wir befinden uns vor dem letzten Widerstand, genau hier also, wir befinden uns davor und wir gappen ganz knapp da dran. Also was ist jetzt schon alleine basierend auf diesen Linien besser? Ist es besser, dass wir sagen, okay, ich schätze, dass wir hier bis zur letzten Linie gehen, und habe eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Aber mein Risiko müsste sozusagen unter dieser Linie liegen, denn so lange ist nur dieses Szenario gut. Ja? Oder ist es besser, man sagt, man hat ein relativ kleines Risiko, aber eine große Chance, dass es vielleicht wieder zurückgeht. Und vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer, aber der Erwartungswert größer. Es geht um den Erwartungswert, nicht nur um die Wahrscheinlichkeit.
Ja? Und genau hier sehe ich häufig, dass dann etwas gehandelt wird, dass man hier vielleicht zwar einsteigt, long, aber man ist direkt vor dem nächsten Widerstand. Wir haben also vielleicht eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, aber die Stops liegen mitten in der Range. Ja, und ihr seht das schon, ich nutze gerade zwei unterschiedliche Farben. Denn letztendlich sollten unsere Szenarien basierend darauf sein, was wir im Tageschart sehen. Also hier basierend auf den orangenen Linien. Wenn wir also einen Stop schon haben, der hier ist, dann kann es sein, dass wir vielleicht sogar eine große Wahrscheinlichkeit haben, dass es nach oben geht. Aber gleichzeitig würden wir vielleicht sogar ausgestoppt werden, weil wir nicht auch das äußere Framework nutzen und die Chance basierend darauf sehen. Also rein realistisch müsste der Stop hier drunter liegen. Rein realistisch wäre der Einstieg hier und wir hätten nur eine kleine Chance. Die ist vielleicht wahrscheinlicher, dass das eintritt, aber ihr seht das. Das ist vielleicht ein Chance-Risiko-Verhältnis von 0,2 versus auf der anderen Seite vielleicht von 3:1. Na? Und das jetzt gegenübergerechnet, würdet ihr immer sehen, dass die Erwartung einer solchen Strategie deutlich besser ist. Soll nicht heißen, dass ich euch hierzu ermutigen möchte, alles einfach zu shorten, was unterm Widerstand ist, sondern rein opportunistisch zu denken, was ist eigentlich die Erwartung eines solchen Trades. Es gibt auch Trades, beispielsweise, wir stellen uns vor, Nike wäre jetzt nur hier drüber gegappt, ja, hätte hier geöffnet, dann haben wir das Gleiche. Denn dann wissen wir, es ist viel wahrscheinlicher oder die Wahrscheinlichkeit außen vor. Aber Chance-Risiko-Verhältnis ist jetzt gut. Wir können unseren Stop nah sozusagen oder unser Szenario nah an der Linie platzieren und wir haben ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Das hat einen guten Erwartungswert, rein langfristig. Ja? Und je häufiger man diese guten Szenarien ableitet und auch sieht, okay, das ist ein gutes Szenario versus das ist ein durchschnittliches, umso einfacher wird euch das Trading fallen. Ja? Wir machen also hier aktuell dann mit einigen unserer Studierenden diese, einfach diese Aufgaben, um das mal rein zu sehen, ja, was ist das Szenario, was sind die Linien und wie steppen dann letztendlich auch die Verkäufer runter. Ja? Wir beschäftigen uns dann damit, Intraday beispielsweise auch zu sehen. Wie kann man sehen, dass ein solches Level abprallt? Was sind die Level? Also wir haben diese äußeren Linien, hier in diesem Fall die 139 $ Marke, wir haben die untere Linie 132 Dollar Marke und wir sehen bei der Eröffnung, wir prallen an der 139 ab und das ist wichtig auch einfach zu verstehen, welche Linien werden da genutzt. Ja, es wird die 139 Dollar Marke genutzt, wird ein zweites Mal getestet, das ist noch kein Trend. Ja, wir machen erstmal ein Tief und jetzt brechen wir dann vielleicht hier den Trend. Ja, wir sehen so langsam, Verkäufer geht runter von der 139 hier letztendlich auf die 138. Das ist das erste Mal, dass dieser Verkäufer sozusagen runtergeht mit seinen Limit Orders auf der 138 weitermacht. Und dann ist es relativ klar, ja, dann geht es weiter runter und ab dann 137,50, 136,50. Also auch da wieder ein Dollarschritt runter, ja, und dann wird es deutlich. Dann werden sozusagen diese 50er Marken genutzt. Darum soll es erstmal nicht gehen. Wichtig für euch zu gucken, ja, was hat erstmal die größere Erwartung? Was sind die Szenarien? Wenn ihr diese Szenarien selbst ableiten könnt, dann basierend darauf ein Setup zu bauen. Ja, wie wir das machen, ist dann einfach ein Intraday-Trend zu nutzen, zu wissen, was haben wir für Wahrscheinlichkeiten, dass das eintritt und so weiter und so fort. Aber das Wichtigste, wie gesagt, hier einen Long Trade zu nehmen, dann müsste rein theoretisch, damit es gut ist, der Stop hier sein. Das ist aber nicht gut an sich. Ja? Und dann kleinen Stop zu nutzen, ist auch nicht unbedingt gut. Ja? Ist vielleicht ein Scalping Trade, aber ist nicht das, mit dem man dann hier letztendlich diese volle Bewegung ausschöpfen würde. Ich hoffe, ihr habt erstmal gelernt, jetzt genau dieses äußere Framework zu beurteilen. Was sind eigentlich die Linien? Was ist die Range? Und was ist das bevorzugte Szenario basierend darauf, was der Chart uns gibt? Und das beantwortet auch letztendlich direkt, wie man Gaps handelt. Denn häufig wird gesagt, ja, ich weiß nicht, wie man Gaps handelt. Es geht nicht darum, dass man nicht weiß, wie man Gaps handelt, sondern es geht darum, erstmal Szenarien aufzustellen. Denn würde es hier drüber gappen und wir wären knapp darüber, es ist egal, das ist das bessere Szenario, dass es hochgeht. Ja? Wir haben ein Beispiel aus den Small Caps gestern. Ja? Das ist etwas gewesen, was hinter Abverkauf wird. Ja? Ich sage immer, ihr sollt nichts handeln, was unter $10 ist. Ja?
Nichtsdestotrotz kann man gerade mal was ableiten daraus. Ja, wir sehen, dass die Unterstützung hier 3 Dollar ist. Ja, ich nenne sie grob 3. Dann haben wir den Widerstand bei 4, auch grob einfach 4. Ja. Wir eröffnen knapp über der 3 Dollar Marke und wir schießen Richtung 4. Das wäre also genau das Szenario, was ich jetzt hier neu gesagt hätte. Zu Anfang ist es deutlich besser, hier die Range Long zu handeln, bis wir nah an diese Range kommen. Das heißt nicht, dass ich jetzt schon vorher sage, was am ganzen Tag passiert. Es geht rein darum, was die Szenarien sind. Wenn es dann aber hier oben ist und tendenziell Short wäre, dann ist es besser, da wirklich auch hier von der Linie zu der Linie. Sobald es hier drunter geht, sind wir natürlich mit dem Stop über dieser Linie und können dann hier runter gehen. Wir gucken uns an, wie das Intraday letztendlich war. Und wir sehen, es eröffnet hier in dieser Kerze, geht steil hoch Richtung 3,80 Dollar. Ja. Kleines Risiko, große Chance, 4:1. Kommt zurück, sobald wir hier sind, Wahrscheinlichkeit ist besser, wieder, dass es zurückgeht. Ja. Sobald es bricht, kann man den Stop hier drüber machen und wir haben viel mehr Platz nach unten. Soll nicht jetzt darum gehen, dass ihr das handelt, sondern einfach die Szenarien besser ableiten zu können. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet eine Menge mitnehmen. Ja, solltest du unseren Kanal noch nicht kennen, dann abonniere ihn gleich, schau dir die Videos an und dann wirst du auf jeden Fall hier eine Menge neuer, spannender Dinge finden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, erfolgreiches Trading. Ciao.